So, hallo an alle zur nächsten Folge von einem kleinen Special. Wir sind gerade dabei, eine Minecraft-Map vom kommenden Far Cry 3 zu erkunden. Part 1 sind wir im Survival-Mode ein bisschen durchgegangen, haben uns jetzt hier zum Beispiel ein Dorf ein bisschen genauer angeschaut. In diesem Part werde ich es folgendermaßen machen, weil das wird sonst ewig lang dauern. Die Map ist relativ groß, so wie es aussieht. Dass ich jetzt hier einfach einen zweiten Part rausmache, wo ich ein bisschen drüber fliege und ein paar Sachen so von oben erkunde. Man hat einfach einen besseren Überblick über die Map. Soll sehr, sehr, sehr detailgetreu zur kommenden Far Cry 3 Map aufgebaut worden sein, weil es ja auch von den entsprechenden Map-Entwicklern war. Und sieht an sich ganz, ganz nice aus. Und wir schauen uns jetzt das Ganze einfach ein bisschen an in einer Folge zum Beispiel. So, hier vorne wäre zum Beispiel das eine Dorf, was wir schon fertig erkundet haben. Dann ging es hier raus und so ein bisschen. Fliege ich mal unten ein bisschen lang. Gut, also eingestürzte oder umgestürzte Bäume oder gefällte Bäume oder was auch immer haben wir. Schafe haben wir nebenbei auch noch, aber ich glaube, es ist nicht so geplant. So Stein, Hügel, Haufen. Also im richtigen Spiel ist das dann ein bisschen deutlicher. So, jedenfalls, hier geht es noch ein bisschen lang. Also sind sehr viele versteckte Sachen drin, glaube ich über 50 Easter Eggs oder so in der Art. Vielleicht können wir die ein bisschen besser erkunden, wenn wir im Creative Mode sind. So, ich fliege jetzt jedenfalls erstmal hier so ein bisschen weiter entlang. Hier haben wir ein paar Büsche so an sich, vielleicht auch ganz nice gestaltet. Nicht als Baum, sondern nur als Busch, ist auch ganz cool. Palme hier oben sowieso, sieht so aus. Mit Vieren. Und hier vorne sieht aus wie so eine Lagerhalle, eine alte verfallene Lagerhalle. Die könnten wir uns jetzt mal ein bisschen genauer anschauen vielleicht. Ich gehe da mal hier vorne, wo sind die Tür? Tür? Danger Explosives. Aber da kann ich gar nicht rein. Das ist wohl eine Eisentür. Ich glaube, die Wuttüren sind diese grünen, zerfallenen. Dann muss das eine Eisentür sein. Da sind zwei Kisten drin. Aber da komme ich nicht rein. Das heißt, geht vielleicht woanders rum. Okay. Ah, hier. Nee, oder? Das sind auch Eisentüren. Das geht genauso wenig. Ich gehe mal einmal außen rum. Mal gucken, ob hier irgendwie mal rein kann. Nee, nicht wirklich. Hier ist nirgends so eine Tür und ich glaube nicht, dass die hinterm Haus hier eine Tür bauen. Ja, wie kommt man da jetzt rein? Da sind Schalter. Ach so, und TNT, sag das doch gleich. Das heißt, wir müssen uns hier reinsprengen in die Firma. Toll, die Türen sind abgeschlossen, also müssen wir uns reinsprengen. Zur Seite zum Beispiel, okay? Und hier sind natürlich Mobs drin, alles mögliche. Da sind Zombie oder was auch immer. Oder fliegende Köpfe sind das einfach nur. Hier sind überall Kisten versteckt. Oh, ich sammle das Zeug mal, auch wenn ich jetzt eh Creative Mode bin, das gar nicht eh nicht brauche. Die ist leer. Da ist noch was. Ansonsten eigentlich nichts mehr, oder? Oh, hier oben, Unterschlupf. The Jackal was here. Okay. Warum haben die denn bitte hier zwei Fernseher nebeneinander? Oder sollen das Monitore sein? Nochmal ein Fernseher, direkt über dem Bett. Ja, ja. So direkt über dem Bett Fernsehen schauen, das ist auch so ein ungesund hier. Und ihr wollt Vorbild hier sein. Nee, nee, nee. So, hier hinten ein hübsches Bildchen natürlich noch. Ansonsten gibt es ja eigentlich nichts mehr. Da ist ein Spawner drin, der sollte natürlich für die entsprechende Atmosphäre. Hier kannst du nochmal Fernseher klotzen. Sag mal, warum sind so viele Fernseher drin verteilt? Skelett, Skelett. Ach, bin ja Creative Mode, bringt ja eh nichts. Und tschüss. Hat auch noch Knochen dabei. Oh, warte. So. Bones. Sehen aus wie eine 1. Die Knochen stehen hier wie eine 1. So. Okay, das war also eine Firma, wo es irgendwas zu erkunden gibt. Oder okay, im echten Spiel wird es natürlich hier Missionen geben oder was auch immer. Sonne geht runter, jetzt geht es richtig los. Aber um das weiter zu erkunden, gehe ich mal kurz auf Timeset 0. Damit wir jetzt vernünftig wieder weiter erkunden können. Hier vorne haben wir einen Wasserfall, der hier runter geht. Und ein einsames Schwein auf der Klippe. Wie sieht es eigentlich unter Wasser? Die Oberfläche sieht so undurchlässig aus. Cool, unter dem Wasserfall schön tief nach unten noch. Als ob es das Wasser da echt reingefressen hätte. Und hier sind Treppen. Das heißt, da gehe ich mal gerade nach oben. Aber ein hoher Berg. Welche Höhe sind wir eigentlich? Ach, geht ja eigentlich noch. So. Nice gestaltet, echt nice gestaltet. Muss ich schon sagen. Holzbrücke, natürlich muss ja auch eine Stelle geben, wo es mal fehlt, dass man aus Versehen reinfallen kann. Natürlich, wir fallen da nicht aus Versehen rein, wir laufen einfach drüber. Aber an sich richtig geil gemacht, ohne Witz jetzt. Schön. So wird dann auch die Map im Spiel aussehen, wo ihr langlaufen werdet, falls ihr euch Far Cry 3 holt. Wer holt sich Far Cry 3?
Nur so nebenbei, das ist die Frage. Wer holt es sich, wer holt es sich nicht? Könnt ihr in die Kommentare schreiben, wenn ihr wollt. So, ich schaue einfach nochmal das Ganze hier ein bisschen an. Was soll denn das sein hier? Schienen drüber. Sieht aus wie... keine Ahnung. Das sieht aus wie so ein Transformator oder irgendwas. Elektrisches Generator-Dingensen für zur Stromerzeugung. Hier hinten vielleicht irgendwas so, keine Ahnung, Generatormäßiges. Andeutung von den Schienen. Ich gehe da mal rein. Wo geht's denn hier rein? Lass mich rein. Oder ich gehe mal hier hoch. Das hier scheint so eine Art Sendemast oder so zu sein. Aber weiter als hier kommt man da eigentlich nicht hin im Survival-Mode. Redstone-Fackeln und so, auch nochmal Fackeln. Wir sind jetzt über den Wolken. Boah, die Map ist echt groß. Also werden nicht wahrscheinlich, oder werden wahrscheinlich nicht alles anschauen können. Da ist ein Eingang auf dem Dach. Sondern mal so ganz grob die ganze Geschichte. Hier kommt man gar nicht raus. Die Tür ist nur zur Deko da. Ist gar nicht accessible in echt dann. Flint, Oakwood, Stick. Damit man sich immer zwischendrin neue Sachen craften kann, kann ich mir vorstellen. Wieder ein Fernseher. Ich bin dafür, dass wir in Minecraft sofort Fernseher einbauen, die tatsächlich auch Fernsehprogramm abspielen können. Wieder Fernseher, 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 Fernseher. Gibt's auch gar nicht. Okay. Noch mehr Fernseher, das ist ein Überwachungsraum hier, da sind ganz, ganz viele Fernseher drin. Papier, Paper zum, keine Ahnung, Hintern abwischen für die Toilette. Müssen jede Toilette einmal so eine Kiste reinstellen, lauter Paper. Natürlich ein entsprechendes Bild noch und ja, Bücherregalen, alles soll das wohl sein. Ach, hier ist der Eingang, sag das doch gleich. Ich will mich aber nicht allzu lange in einem Ort aufhalten, weil es ist ja so viel eigentlich hier zu erkunden noch, denke ich mal. Geht es unter anderem noch hier hoch, an einem schönen verschlängelten Weg, wo man langlaufen kann, sieht das Ganze hier unten. Jetzt sind wir schon über den Wolken drüber, das heißt, der Berg ist massig hoch. Wow. Alter, was ist denn das hier? Da fliege ich doch gerade mal hin, auch wenn das nicht so geplant ist. Also, weiß nicht, ob es irgendeine Reihenfolge gibt, wo man langlaufen kann. Ganz am Anfang bin ich doch auch schon irgendwie woanders abgebogen, wo man auch langlaufen könnte. Ist ja so Multiple Choice, dann mehr oder weniger. Also hier gibt es keine Questline, die sich hier durchzieht. Die geht jetzt nach unten. SSLRLLSRLRLRSLLSSR. So. Kommst echt nicht mehr näher. Dann sammelst du dich noch ohne Ende. Zombies. So. Kiste. Gold drin. Könnten uns ein Goldschwert machen. Und hier geht's wieder raus. So. Und, okay, das geht aber ziemlich weit nach oben, verhältnismäßig. Hä, nochmal, wo geht das hier lang? Wie soll ich in so ein Gebäude rein? Ach, soll das hier ein Fluchtweg oder so sein? Das soll wohl ein Fluchtweg sein, okay. Wo man wieder raus kann, wenn man einmal dann in dieser seltsamen Fabrik entdeckt wird oder was auch immer. Ich gehe mal in den Turm da rein, das soll wohl Leuchtturm sein, vielleicht? Kann man in den Schornstein rein? Nein, kann man nicht. Versuch was wert. Leuchtturm. Okay. Ah, da geht's weiter. Große Kiste sehe ich da. Nix drin. Och Mann, wenn die Kisten hin war, dann tu doch was rein. Ist doch langweilig sonst. TNT, verdammt. Was wollt ihr in einem... Noch mehr TNT? Nö, da ist nix. Geht's nochmal raus. An die Spitze. Und hier kann man runterspringen, weil kein Zaun da ist. Wow. Nee, das machen wir mal. Wir fliegen mal ein Stückchen hoch. Jo, Leuchtturm, das werden wohl Glowstones sein, die da drin schön angebracht worden sind. Nice gemacht, eigentlich echt ohne Witz nice gemacht. Nur das sieht hier ein bisschen arg blockig aus, finde ich jedenfalls. Swimmingpool. Okay. Bewacht von lauter... Ja, Gangster an. Creeper sehen auch ein bisschen komisch aus. Nee. Ich fliege einfach noch ein bisschen drüber. Das ist jetzt so der letzte Part. Ich habe gedacht, mehr als zwei wollte ich jetzt so eigentlich nicht machen. Weil es wahrscheinlich auch schon allzu viel vom Spiel vorne wegnehmen würde. Ja, ich weiß, es ist so ein bisschen Map-Erkundungsdings, drüberfliegensdingens.
Ich glaube, dafür reicht es, der Video ist da unten nicht noch gestartet, gell? Jo, nicht gestartet. Ich versuche noch so ein bisschen den Überblick zu kriegen. Und gehe mal entsprechend weiter in diese Richtung hier, wo ich noch nicht war. Je, wenn man guckt, da ist überall noch... Ne, das sind natürliche Räume, oder? Ja, doch. Also es sollen sehr, sehr viele versteckte Sachen hier drin sein. Will ich an sich nicht erkunden, das soll kein Let's Play sein, sondern mehr so ein Let's da drüber flieg. Also zumindest diese Folge jetzt. Die erste war so ein bisschen halb Let's Play. Schauen wir uns nochmal hier vorne das Dorf an. Also so ein Stranddorf, so wie es aussieht. Auf dem Dach natürlich die Spawner, damit es ordentlich abgeht. Ach ja, und hier wieder das gleiche. Oh, in der Kiste natürlich meine eigene dann, wo mein Zeug drin ist. Und Treppe, ich dachte schon Sprungbrett ins Wasser. Nee, nee. Es gibt ja so ein Wasser drin. Das ist so kniehoch, oder? Ja. Tiefer geht's gar nicht, oder? Oder? Oh, doch geht. Ha, hier sieht man richtig, wie das Ding gebaut wurde. Solche Formationen, die Finster waren echt nett. Also, in dem Fall dann. Wow. Hier ist teilweise noch ein Erdblock. Cool, dann haben wir einen riesigen Krater. Nee, man sieht, dass das auch mit Map-Editoren alles bearbeitet wurde. Dass hier die Form mit Niemleben normal generiert. Das ist rund gemacht, mit einem Map-Generator einfach eingesetzt alles. Und da leuchtet auch was am Rand. Mit einer Kiste, Enderpearls sind drin. Okay. Und hier eine riesen Kugel. Das war doch die Palme, die ich gesehen habe am Anfang. Hier, für dieses kleine bisschen Sand hier, haben die unter Wasser so eine riesen Kugel hingesetzt. Lol, nicht schlecht. Aber hier, okay, das sieht ein bisschen komisch aus. Unter Wasser ist ja Katastrophe hier. Eieiei. Und hier ist wahrscheinlich Luft oder so. Weil hier sind Mobs drin. Und hier ist Erde. Ach so, die haben es auch noch Flat Map gebaut. Ja, jetzt bin ich hier auf 4. Da unten ist Bedrock. Dann falle ich aus der Map raus. Lol. Okay. Außer das hier, Redstone oder was? Keine Ahnung. An sich, okay. Weißt du Bescheid? Boah, komme ich irgendwie raus nochmal? Ja, ich komme wieder raus. Gut, also unten drunter die Map, die, wo man nicht hingucken soll, ist auch nicht ordentlich was gemacht worden. Jedenfalls sieht die einfach nur so dann, ja. Ja. Also, Schön. Da oben könnten wir nochmal hinfliegen, so zum Abschluss dann hin. Versuch mal so einen 15-Minuten-Part draus zu machen. Oder nochmal so allgemein die Map komplett zu überfliegen. Ich probiere mal auch auf Video-Settings Render Distance extrem zu gehen. Hoffen wir sehen dann noch ein bisschen mehr, dass die Chunks sich laden. Ja, jetzt fängt es an zu ruckeln. Ja. Das kann doch nicht wahr sein. Enderkiste. Und hier geht's nochmal irgendwie rein. Okay. Wieder ein Geheim. Irgendwas. Ja, toll. Ein Bett und gleich an dem sind Spawner. Wie willst du denn hier pennen können? Ja, die Chunks laden. Jetzt ist das so ruckelig. Sehen wir gleich, wie es aussieht, wenn das fertig ist. Kiste mit einem Schwert und einem Button drin. Einem Auslöser für irgendwas. Uiuiui. Es ruckelt aber heftig. Ja, lass erstmal so die Chunks generieren. Ich glaube, ich mache mal ganz kurz einen Cut rein. Naja, hilft jetzt nicht wirklich. Ich habe es nochmal zurückgestellt auf R. Ich gebe nochmal einen Timeset 0, damit wieder Tag ist. Das ist hier also so ein Aussichtsposten. Dafür ist jetzt wieder flüssiger hier. Kiste mit Potion of Healing haben wir drin. Auch so ein bisschen Story angepasst wahrscheinlich. So. Und ich bin zu faul, hier rauszulaufen. Die fliege ich einfach mal hier raus. So. Jo, Aussichtsposten. Ansonsten nochmal hier vielleicht so ein bisschen die Richtung, wo wir noch nicht waren. Weiter nach da. Das Dorf haben wir jetzt zwar gerade schon gesehen, aber einfach nochmal so ein bisschen drüber fliegen. Also sehr verkettet alles. Das heißt, man kann von... sind so Rundwege. Da war das Dorf und da war ein anderes Dorf oder so. Man kann von Anfang an gleich nach hier drüben hingehen oder über das Dorf und da entlang. Also, ja, städtemäßig ziemlich gut verschachtelt alles ineinander. Hier haben wir dann einen etwas größeren Berg, den es zu beklimmen gilt. Wir haben Treppenstufen, hier auch so ein kleines bisschen Jump'n'Run mit eingebaut. Da ist noch ein verstecktes Häuschen zum Beispiel im Berg drin. Und da unten ist auch nochmal eine Fabrik oder so in der Art. Da war ich auch noch. Das sieht aus wie eine Fabrik, jo. In so einem Wasserturm. Ich weiß, aber in solchen Shootern gibt es irgendwie immer Wassertürme. Ich frage mich nicht, wieso. Ah, hier vorne nochmal. Das ist halt ein bisschen jetzt, ja, so ein Unterstand. Mit Zäunen und Blättern drüber. Potion of Swiftness, okay.
Nö, ist nichts mehr. Und eine Firma oder Fabrik oder was auch immer. Jo, ansonsten, oh, schöner Strand hier vorne. Warte mal, unterirdisch ist da noch was. Unterirdisch ist ja noch jede Menge. Kann man da vielleicht durch das Häuschen da rein? Und oh, es war noch gar nicht alles. Ich will es aber nicht allzu lang ziehen, das heißt, auch nicht zu viel vorzeigen. Es geht noch viel, viel weiter hier. Die Map ist noch viel, viel größer. Heißt, hier haben noch Wege. Lockermäßig. Und was auch gut ist für die Abwechslung der Landschaft, immer sowas hier dann. Einfach nur mal hier Treppe hoch und hinten Treppe runter. Das variiert so ein bisschen dann in dem, weißt du, Landschaftsgefühl. Wenn du einfach einen normalen Weg machst, ist es ein bisschen langweiliger, finde ich. Hier hinten habe ich noch irgendwas gesehen. Sieht aus wie eine Bootsanlegestelle. Da ist ein Farmer, ein Bauer, der noch sein Zeug angebaut hat. Vorne guckt was aus dem Wasser raus. Was Kleines. Aber so wie ich wetten könnte, unterirdisch, sag mal, da ist doch überall hier noch so Räume. Okay, also unterirdische Kammern sind mit drin, die haben wirklich jede Menge. Alter, von wegen was Kleines. Das ist nur die Spitze von einem riesigen Frachtschiff, was hier unten liegt. Heftig, heftig, heftig. Also die Map ist äußerst interessant. Wer die sich ziehen möchte, die Links dazu oder wo man die herbekommt, ist in der Beschreibung. Einfach draufklicken, dann könnt ihr euch das runterladen. Was ist das da hier dann? Kann ich da so ein Fliegen raus? Ja. Ne, geht nicht so. Ich sinke, sinke, sinke. Ich kann nicht schneller sinken. Selbst wenn ich Shift drück, irgendwie. So, was gibt's denn hier drin, wenn die schon dicht ist? Okay, nichts außer Lava. Gut, halt Lava. Und wieder raus. Ja gut, also riesiges Schiff, mehr oder weniger. Hier hinten habe ich auch noch was gesehen, da geht's auch mal weiter. Komm, ich fliege noch ein Stück in die Richtung, dann wäre es das gewesen. Ihr könnt, wie gesagt, jetzt gerne schreiben, wie ihr das Ganze hier fandet oder findet, die Map an sich. Ob das vielleicht auch andere Spielehersteller vielleicht mal machen sollten, so eine Minecraft-Map vorher releasen. Ist ja nur so eine Art Vorgeschmack, sag ich jetzt mal, auf die eigentliche Map. Die ist hier noch viel, 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 viel größer. Ich habe jetzt hier eine halbe Stunde drauf verbracht, mehr oder weniger, also, oder mehr als eine halbe Stunde mit den beiden Parts. Und ja, würde auch nicht allzu viel dann zeigen für diejenigen, die sich vielleicht noch das Spiel holen wollen. Sehr viel zu sehen. Ihr könnt die Map auch selbst schon mal erkunden, wenn ihr wollt. Ist halt irgendwie so 1:1 Minecraft und Far Cry 3 nachgebaut. Oder sollte es zumindest sein. Ich dachte mir, ich zeige das Ganze mal. Und würde auch schon sagen, jo, Flugzeugmaschine oder Fliegerhalle, was auch immer. Jetzt auch nochmal raus. Jo. Ich würde sagen, ich verabschiede mich dann hier an dieser Stelle von diesem kleinen Special. Ich hoffe, es hat euch einigermaßen gefallen. Wie gesagt, Map könnt ihr euch selbst anschauen nochmal, wenn ihr noch was eventuell anschauen wollt, was ich nicht so genau angeschaut habe. Und dann, ja, sehen wir uns und tschüssen.